Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von lenkdrachenfliegen.de. Ich bin Dirk und ich zeige euch heute die brandneue Kick 180 Single Skin Vierliner Lenkmatte von HQ. Bleibt dran und schaut es euch an. Ja, wie gesagt, brandneu auf dem Markt, die Kick 180 Single Skin Vierliner Lenkmatte, eine Einsteiger Vierliner Matte, die eine Besonderheit aufweist. Und zwar ist es eine Single Skin Matte. Single Skin heißt, normalerweise besteht eine Lenkmatte aus einer Decke und einem Boden und dazwischen gibt es die Luftkammern, die dafür sorgen, dass die Lenkmatte sich dementsprechend ausformt und ihre Flugform annimmt. Hier ist es etwas anders. Sie hat nur eine Decke und unten an der Matte angebracht sind die Befestigungspunkte für die Wagenschnüre und in Regenbogen gehalten. Es gibt auch nur diese Farbvariante derzeit. Keine andere. Ob da noch andere später geben wird, wird sich zeigen. Muss man mögen. Wer mich kennt, weiß, ich mag es eigentlich nicht, aber es gibt immer keine andere. Ja, mehrfach angekündigt, im Frühjahr schon angekündigt, dass die Matte kommt. Mehrfach verschoben. Ich hatte in der Zwischenzeit versucht, eine Matte zu bekommen. Ganz normal, käuflich, wie alle meine Matten. Ich kaufe ja alles selbst, um unabhängig zu bleiben. HQ hatte leider keine gehabt, selbst hatten sie keine gehabt, deswegen gibt es auch noch kein Video von HQ und auch noch kein anderes Video, ich habe vorhin noch nachgeschaut, über diese Matte. Daher dürfte das allererste Video über diese Single Skin Vierliner Matte von HQ sein. Zu den Fakten: 1,80 Meter Spannweite, 63 cm in der Höhe, macht eine Fläche von etwas mehr als 1,1 Quadratmeter, weil eigentlich vier Linermatten ja in Quadratmeter angegeben werden und zwei Linermatte mit der Spannweite. Daher irritiert das ein wenig, dass die Kick 180 heißen und nicht Kick 1.1. Weiß nicht, warum HQ diese Namensgebung jetzt gewählt hat, müssen sie halt selbst wissen. Ist auch jetzt nicht so schlimm, irritiert halt nur ein wenig. Und angeschaut habe ich die Matte natürlich drinnen schon, gewohnt, hohe Qualität von HQ und sie kommt ready to fly, heißt, es sind Handles dabei, diese hier, es sind Flugschnüre dabei und sie wird, wenn man sie auspackt, könnt ihr sofort losfliegen, sie ist fertig angeschlauft, theoretisch auspacken, losfliegen, fertig, Spaß haben, hoffentlich. Werden wir sehen. Als ich die ersten Produktbilder von der Matte gesehen hatte und die Handles, da sahen sie, habe ich gedacht, ach du meine Güte, ne? Die Dinger, die sahen aus wie selbst im 3D-Drucker hergestellt. Eventuell war es bei den ersten Produktbildern auch wirklich noch der Fall, dass man dort die Dinger selbst in 3D-Drucker hergestellt hat, um zumindest die Produktbilder schon mal zu machen. Die jetzt mitgelieferten sind eigentlich einfach gehalten, hochwertig. Es sind keine scharfen Kanten dran, von daher alles wunderbar. Und sie sind auch verwindungssteif und stabil, da wird also gar nichts passieren. Vor allem, weil auch die Matte sehr wenig Zugkräfte aufbauen wird. Man merkt es daran, es sind 50 Kilopound Schnüre in 20 Meter Länge bei. 50 Kilopound sind ungefähr 50 Kilo Zugkraft. Das heißt also, allzu viele Zugkräfte wird die nicht aufbauen und das werden diese Handles auf jeden Fall aushalten. Es sind auch hochwertige Leros-Leinen dabei, das heißt vernähte Schlaufen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte jetzt eher gedacht, dass man da normal einfache Dyneema-Schlaufen bei dieser Einsteigermatte dabei macht, wie es eben auch meistens bei der Symphony Beach und so weiter, da hat man relativ einfache Leinen dabei. Hätte ich jetzt hier auch gedacht, nein, es sind wirklich gute, hochwertige Leinen dabei. Das war schon mal für mich überraschend. Und wenn man sich jetzt die Matte noch mal genau anschaut, wie gesagt, keine Luftkammern.
Einzige hier oben, diese Lufttaschen, die sind allerdings dafür da, damit sich die Matte überhaupt ausformen kann. Anders wird es überhaupt nicht gehen. Und aber im weiteren Verlauf keine Luftkammer, die unten auch noch geschlossen ist. Normalerweise sind ja oben die Lufteintrittsöffnungen, um die Matte aufzubauen, damit sie ihre Form aufnimmt. Hinten kann die Luft nicht raus. Was jetzt bedeutet, knallt sie kopfüber auf den Boden, kann es natürlich passieren, dass die Luftkammern platzen. Meistens an den Verbindungen zwischen den einzelnen Kammern, da reißen sie. Das kann jetzt hier nicht passieren, weil eben keine Luftkammer da ist. Und einzig, man hat an den Seiten Stäbe verbaut, ich würde sagen Fiberglasgestänge. Was andere würde jetzt auch keinen Sinn machen, gerade auch bei einer Einsteigermatte. Spart auch kein Gewicht, wenn man die jetzt aus Carbon machen würde. Und Carbon wäre natürlich deutlich bruchanfälliger als Fiberglas. Daher gehe ich mal von aus, da ist Fiberglas drin. Und die braucht sie auf jeden Fall auch, um die Flügelspitzen halt vernünftig auszuformen, um ein vernünftiges Flugbild zu ergeben und dementsprechend vernünftig in der Luft fliegen zu können. Ja. Was bleibt zu der Matte noch zu sagen? Ist eine der wenigen Single-Skin-Matten, die es überhaupt derzeit käuflich gibt. Spider-Cuts hat noch die Mono, die ist allerdings etwas anders. Die hat also, so wie diese hier auch, an den Seiten, die Stäbe hat die Spider-Cuts Mono in jeder einzelnen, ich sag jetzt mal Kammer, Stäbe verbaut, so dass sie schon ausgeformt im Prinzip auf der Wiese liegt. Das muss sie halt machen, wenn der Wind einströmt. Andersherum hat natürlich die Spider-Kites-Matte den Nachteil, wenn die halt richtig auf den Boden knallt. Da sind, glaube ich, sogar Carbon-Gestänge drin, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Können die natürlich auch brechen bzw. die Taschen vorne ausreißen. Ich hatte schon mal so ein Exemplar, was von irgendjemandem, der die vorher gekauft hatte, ziemlich spektakulär wahrscheinlich in den Boden gerammt wurde und da waren die ganzen Taschen ausgerissen, die Stäbe lagen da kreuz und quer drin, Totalschaden, und das dürfte bei ihr hier auf jeden Fall nicht passieren, weil sie ja nun mal keine Stäbe hat und keine Luftkammern, wie gerade schon genannt. Ja, mehr bleibt mir eigentlich jetzt nicht zu sagen. Habe ich den Preis schon genannt, 65 Euro. Ich verlinke die Matte natürlich auch in der Videobeschreibung unten drunter, damit ihr sie leichter findet, weil sie ist nicht ganz einfach zu finden auf der Webseite. HQ bewirbt sie noch nicht wirklich, wahrscheinlich weil sie erst so wenig Exemplare davon haben und der Nachfrage eventuell nicht nachkommen. Deswegen ist sie ein bisschen versteckt bei der Jump dabei, Jump und Speed, und da hat man sie mit reingepackt. Müsst ihr halt ein bisschen gucken, beziehungsweise klickt einfach auf den Link und dann kommt ihr zu der Matte hin und dann werdet ihr auch sehen, wenn es die wieder zu kaufen gibt, wenn sie denn vernünftig fliegt. Ja, also ich gehe mal davon aus. Mehr bleibt nicht zu sagen. Ich packe ein, wir gehen auf die Wiese, heute ist Wind, dürfte funktionieren, und dann sehen wir uns zum ersten Fazit zu der Vierliner Einsteigermatte von HQ, der Kick 180 Singles gehen Vierliner-Matte. Bis später. Neuer Versuch.
Also ganz das, was ich mir vorgestellt hatte, ist es jetzt nicht. Man muss die Matte ständig mit angezogener Bremse fliegen. Lässt man den vollen Zug einfach auf die Lenkschnüre oder auf die Steuerleinen, dann klappt sie sofort zusammen. Merkt man. Und auch ansonsten verheddert die sich irgendwie sehr schnell in den Wagenschnüren. Wenn man jetzt auf die rechte Seite sich anschaut, sieht es irgendwie so aus, als wenn da irgendwas verdreht. Jetzt ist sie erst wieder vernünftig. So, im Wind kann es nicht liegen. Wir haben jetzt 10, 11 km/h. Ab 8 soll sie ja fliegen und oben ist das etwas mehr als hier unten. Versuche sie mal rückwärts zu landen. Oh, es geht mit viel Gefühl. Jetzt ist der Wind weg. Bleibt aber noch oben, solange man die Bremse leicht angezogen hat. Weil es sind natürlich jetzt keine optimalen Bedingungen mit dem böigen Wind. Aber immerhin ist es trocken. Stehen bleiben, ja, schwierig. Kann aber auch jetzt ein bisschen am Wind liegen. Also ich möchte der Matte jetzt nicht zu viel Schlechtes, ja, oder sie zu schlecht reden. Also sie fliegt definitiv, kann man sehen. Für eine Vierliner-Matte auch mit wenig Zug, selbst gerade als halt mal so 30 km/h angelegt haben, ist sie sehr gut beherrschbar. Kann sie auch in der Luft stehen lassen. Also böigen Wind mag sie definitiv nicht. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Scheint mir wieder irgendwo. Ah, kurzer Ruck, dann baut sie sich wieder auf. Also falls sie sich da mal irgendwo ein bisschen verfängt, muss man auf der Seite mal kurzen Ruck geben. Und dann scheint es wieder gut zu sein. Und immer wieder Zug auf der Matte. Immer wieder die Bremse rein, weil sonst klappt sie einfach zusammen. Ich zeig's mal eben. So, ich habe jetzt keinen.
zwar mal kurz sehen, wie ich gerade schon sagte, und schon baut sie sich dann wieder auf. Soll ich in die Hose gehen? Du musst die unteren Leinen immer leicht gezogen haben. Pack weiter oben an. So. Unten leicht gezogen, sonst klappt die zusammen. Die muss immer ein bisschen auf Spannung sein. Geh mal ein bisschen rüber. Wie? Wohin rüber? Unten muss leichte Spannung sein. Die müssen leicht gezogen sein, weil sonst klappt die zusammen. Nicht nach vorne laufen, bleib stehen. Jetzt unten ziehen. Unten. Mehr. Jetzt drehen. Wie drehen? Indem du nur eine Seite drehst. Ja, jetzt hoch. Unten ziehen, unten Spannung. Nur unten ziehen, unten, unten. Jetzt gerade, genau. Mal links, nur links ein bisschen einklappen. Links, nicht rechts. Spannung, Spannung, unten. Nochmal links. Weiter, bis sie entwirrt sind. Ja. Ja. Weiter. Wie gelandet? Ja, hoch. Umziehen. Jetzt unten ziehen. Nein. Ich zieh schon. Jetzt unten. Hä? Noch mal weg. Gegen Ruck unten. Unten links. Ja. Wie? Ja. Mach ihn nicht! Unten. Ja. Rechts vor. Rechts, nicht links. Es ist doch rechts! Unten. Ja. Spannung unten. Bremsleinen müssen gespannt sein. Die Bremsleinen müssen gespannt sein. Die Griffe. Das Griffe. Ja, du musst Bremsleinen spannen, heißt hier unten. Ja, habe ich doch die ganze Zeit. Hier das Mikrofon. Nee, kurz weiterfliegen. Los, kurz. So fällt. Anders herum. Und wieder nach unten. Nein, nicht so!
das nicht. Runter, runter, runter. Runter, ah, hoch. Runter, hoch. Runter, ah, hoch. Runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, hinten, vorne, versteht, vorne, unten, nach oben, hinten, vorne, geht da nicht mehr durch, hinten. Vorne, nicht. Gerade vorne. Oh. Da jetzt gehen. Okay, unten. Das ist eine nicht so hochartige Bewegung. Wenn die zu stark zieht, muss die Bremse unten mehr ziehen, dass sie stehen bleibt. Dann hast du nicht das Problem, dass sie dich nach vorne zieht. Okay, ich versuche meine Luft. Ich versuche jetzt mal in der Luft stehen zu bleiben. Okay, bremsen. Okay, war ja schon mal für den Anfang gut, finde ich. Jetzt gemacht! Ja, Propeller. Hä? Ja, so, anderthalb Stunden haben wir die Kick 180 jetzt geflogen und wir geben einfach mal ein kurzes Fazit ab. Ist halt ein Kurztest, viel mehr geht jetzt bei dem Wetter nicht, zieht schon wieder Regen auf und ja, reicht auf jeden Fall, um mal kurz zu sagen, wie wir die Matte finden. Also für eine Vierliner-Matte, die für Einsteiger konzipiert wurde, fliegt sie oder macht sie eigentlich genau das, was sie tun soll. Es ist ein bisschen schwierig gegenüber den anderen Vierliner-Matten, die ich habe, die man auch mal komplett nur auf den Steuerleinen fliegen kann, muss man die Kick immer ein wenig die Bremse angezogen haben, damit der Kite sich vernünftig aufbaut und seine Form einnimmt. Ansonsten neigt sie zum Zusammenklappen, konnte man in den Videos eigentlich auch ganz gut sehen. Wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat und man weiß, wenn jetzt zum Beispiel eine von den Seiten etwas eingeklappt ist und sich nicht komplett aufbaut, dann muss man mal einmal kurz einen heftigen Ruck auf die Bremsleinen geben, dann baut sie sich wieder auf und dann kann man wieder wunderbar weiterfliegen. Man kann rückwärts landen, das funktioniert. Rückwärts starten geht auch, also wenn man sie kurz vor dem Boden nochmal umdreht, dass sie kopfüber auf der Wiese steht, kann man sie auch wieder rückwärts starten, das funktioniert auch. Das, was eigentlich eine Vierliner-Matte auch tun sollte. Was nicht funktioniert, das habe ich ausprobiert, man kann sie nicht auf den Kopf parken und dann einfach die Handles über den Stecki legen. Dann bleibt sie nicht stehen, sie macht sich dann wieder selbstständig. Funktioniert, das können andere Matten besser, aber man muss jetzt auch als Anfänger nicht unbedingt die Matte ewig lange parken. Es reicht, wenn man sie kurz auf den Kopf landet. Die Handles über die Steckis nach vorne gehen, Matte sichern mit einer Wasserflasche oder mit Gewichtssäcken. Alles kein Problem. Das funktioniert auf jeden Fall. Richtig rückwärts fliegen, seitlich habe ich jetzt nicht hinbekommen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass wir im Moment sehr böigen Wind haben. Böigen Wind ist jetzt auch nicht so die Stärke von der Matte. Da ist sie ein bisschen schwieriger zu fliegen, aber es funktioniert. Auch bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten, wir haben ja teilweise nur 8 km/h, da fliegt sie auch. Allerdings muss man dann eben aufpassen, dass man die Matte immer auf Zug hält, beziehungsweise die Bremsleine auf Zug hält, weil sonst fällt sie ineinander. Ist halt nicht so schön. Luca hat sie auch geflogen und er sagt jetzt auch mal kurz, was er von der Matte hält. Ich finde sie sehr gut, daher, weil ich halt sehr wenig Vierliner-Matte fliege. Finde ich, kann ich sie gut fliegen, obwohl ich halt so gut wie nie eigentlich fliege. Also Vierliner-Matte. Ich finde die auch sehr schöne Farbkombination. Hier ist auch so das Logo noch drauf. Sieht auch sehr schön aus.
Und ja, also ich finde die sehr gut. Kann auch sehr gut fliegen. Nur ein bisschen, wenn ein paar Windböen kommen, zieht die auch mal ein bisschen, aber die hat mich nicht weggezogen. Ja, nicht wirklich. Also wenn man guckt, der Luckert wiegt, glaube ich, 35 oder 36 Kilo. Wir hatten jetzt Wind bis Mitte 30, wo er geflogen ist. Da konnte er eigentlich auch ganz gut beherrschen. Dafür, dass er, wie er schon sagte, selten Vierliner fliegt, war das vollkommen okay. Also man kann damit als Einsteiger lernen, Vierliner zu fliegen. Wenn man eben die Sachen beherzigt, die ich gerade gesagt hatte, Bremsleine immer leicht angezogen und falls sie etwas eingeklappt sein sollte, an der Seite kräftiger Ruck und dann baut sie sich wieder auf. Dann funktioniert es wirklich gut. Was mir aufgefallen ist, bei hohen Zugkräften sind die Händels jetzt nicht wirklich angenehm zu fliegen. Die innere Kante, wo der etwas verdickt ist, drückt dann, vor allem wenn man die Bremse zieht, drückt etwas stark auf den kleinen Finger und auf den Ringfinger. Es wäre vielleicht schöner, wenn die rund wären. Also diese Kanten sind jetzt bei, sag mal, bis 25 km/h kein Problem, merkt man sie nicht, geht der Wind drüber, merkt man die Händels doch ziemlich stark an den Händen und entweder zieht man dann Handschuhe an, was ich ja auch oft mache, oder ja, vielleicht kann man auch ein bisschen tapen oder so. Schöner wäre es natürlich, wenn HQ ein bisschen nacharbeiten würde und die Händels vielleicht nochmal überarbeitet und die Kanten wegmacht. Der obere Teil, da wo man meistens hält oder da wo man eigentlich den, den Händel greift, sollte vielleicht rund geformt sein. Dann ist er wirklich gut, dann ist er angenehm. So geht's auch. Wie gesagt, mit Handschuhen kann man sich auch behelfen. Von daher ist das jetzt kein Kriterium, wo ich jetzt sagen würde, ist ein absolutes No-Go. Könnte schöner sein. Also liebe Leute von HQ, wenn ihr vielleicht die Händels noch mal ein bisschen überarbeitet, dann sind auch die wirklich gut. Stabil waren sie auf jeden Fall. Man hat immer ein gutes Gefühl. Die haben sich nicht verbogen, auch bei stärkeren Windböen nicht. Das, was ich ja vorhin schon im Vorstellungsvideo gesagt hatte, sind sehr stabil, von daher sind die gut. Ein bisschen nacharbeiten, was die Form angeht, und dann sind sie wirklich perfekt. Vielleicht reicht auch schon, wenn man einfach die Kanten ein bisschen abflacht. Und ja, für Einsteiger muss ich sagen, gut. Man kann damit Vierliner fliegen lernen, das auf jeden Fall. Von daher macht sie genau das, wofür sie eigentlich konzipiert wurde. Und für die 65 Euro bekommt man wirklich einen guten Drachen und eigentlich auch eine gute Ausstattung. Und von daher würde ich sagen, wer Interesse an dieser Matte hat, am Vierliner-Fliegen hat, kann sie sich auf jeden Fall kaufen. Meiner Meinung nach würdest du auch sagen, mit der kann man Vierliner-Fliegen lernen? Ja. Ja, also ihr habt es gehört. Ja, das war's von uns. Es gibt mit Sicherheit nochmal, vielleicht bei besserem Wind oder bei gleichmäßigerem Wind, ein weiteres Video zur Kick 180 von HQ. Das war's jetzt erstmal. Wir wünschen viel Spaß beim Drachenfliegen. Bis zum nächsten Video. Tschö, euer Dirk. Und Luca. Tschö. Jetzt fängt es auch an zu regnen. Ja.